wir gucken ja, dass wir die Punkte Soziales machen, kulturell. Hier haben wir jetzt die Verbindung zum Sport mal knüpfen können und das war für uns interessant. Da sind wir in kleinen Schritten eingestiegen und macht total Spaß. Jetzt gehen wir mal raus ins Werk, gucken uns mal die Sachen an, die wir gerade eben ein bisschen besprochen haben, was wir so machen, wie wir die ganze Komplexität abbilden und wie schön eigentlich die Welt der Schmierstoffe ist. Ne? Ja. Zuerst habe ich den Herrn Fuchs persönlich kennengelernt, habe auch noch ein bisschen mit ihm gesprochen. Und danach sind wir schon auf die Tour gegangen, erstmal durch die Firma, hat mir alles erklärt. Jetzt hier die Aktion, die momentan gefahren wird, ist für uns interessant, weil wir den Kindern eine Perspektive geben können, weil es halt der Sport ist das eine. Aber jetzt sag mal, wie viele von den sportbegeisterten Jugendlichen werden mal Profisportler, wo es sich auch mal lohnt? Also von daher ist schon gut, wenn man auf die Ausbildung Wert legt. Ja, Philipp, hier kann ich dir den Herrn Haas vorstellen. Der macht hier gerade seine Ausbildung, der soll einen Schritt weiter ziehen. Ich war sehr positiv überrascht. Also ich hätte mir gar nicht vorgestellt, dass alles so groß ist. Also ich habe einen sehr guten Eindruck. Ich bin, was in Mannheimer Jargon sagt, ein waches Kerlchen. Es ist nicht nur Geld geben, sondern auch zeitlich sich sagen wir mal, zu engagieren und finde es eine tolle Sache.